Wusch? Ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Tja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Ich habe gerade noch mal ein Glas Schluck Cola getrunken. Und hallo und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Ganz klar. Moment. Okay, wir nehmen auf. Ich hab noch kurz geguckt, die hat kurz Schwarzbild. Aber alles wieder cool. Darf ich nicht zu oft machen. Offensichtlich Ruvuj. Sag mal, was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Aber du hast dir ja schon was einfallen lassen, Rufus. Ich überlege gerade so ein bisschen. Aber so eine richtige Lösung fällt mir auch nicht an. Hey, Janosch. Hallo, Ruvuj. Bis später. Sei bitte. Okay, hier können wir auch nichts machen. Ich zieh mich nicht. Ich bin nicht so ein... Okay, Bandwurm. Was für ein schönes Andenken. Ich werde Gol gegenüber anregen, dass wir ihn auf Elysium über unser Bett hängen könnten. Ich habe Rohrpostler, auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von... Okay, wir könnten hier theoretisch noch, was anderes beantragen, ne? Wir können doch hier Antragsformulare... Und dann können wir hier Antragsformular. Soweit was wird. Schraubenzieher, Ersatz, Irk. Ja. Holler, Strich, 5, 5, so. Und ab dafür. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Tja... Ich nehme nochmal ein Antragsformular. Können wir jetzt eigentlich nochmal eine medizinische Dienstleistung anfordern? Soweit zu was wir. Nicht nochmal, das war schon beim ersten. Okay, dann. Nein. Schraubenzieher haben wir ja schon. Ich probiere jetzt gerade mal alles doppelt. Holla, so. Zack. Ich finde das ja auch geil, wie das da unten aussieht, diese Krankenstation, dass die so vollkommen gläsern ist. So hätte ich gerne irgendwie mein Aufnahmezimmer. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Hätte ich gerne mein Aufnahmezimmer irgendwie auf so einer Skyline oder so. Das wäre schon geil. Donnerknispel. Also bei. Habe ich jetzt zwei Schraubenzieher? Nee, habe ich nur einen. Okay, also es geht auch nur einmal. Dann bestellen wir uns nochmal einen Ersatz. Irk. Ihr wisst, was ich meine. Soweit so gut. Ersatz Irk. Wozu? Das funktioniert. Okay. Haben wir das schon bestellt damals? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen ja noch erstmal seinen Schraubenzieher zurück. Wahrscheinlich gehen wir ihm eh nicht zurück, weil Rufus behält ihn wohl bestimmt einfach, aber. Nun ja. So. Den
kannst du gerne vorerst behalten. Die Gurbel für die Winde ist bereits richtig kalibriert. Was uns fehlt, ist das Seil. Wo ist die Kurbel? Die liegen zu Füßen. Was haben wir hier noch? Rohrpostleitung. Super, fett. Ohne das richtige. Können wir hier jetzt nochmal was öffnen? Da kommt nichts mehr. Die meisten Orgen. Cowboy Dodo sitzt genau in der Schussbahn. Ich glaube, ich habe gerade eine Idee ausgebrütet, wie ich diesem Groß. Aha. Nicht, aber wenn ich was. Ja, bloß. Die meisten Orgen. Bloß, wie machen wir das? Ich bin nicht. Wer mich kennt, weiß. Aber wenn ich was mit der Rohrpost verschicken will, brauche ich eins. Solange das Formular nicht aus. Wenn wir. Ach, Mann. Und? Ich bin dabei. Ja. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich kenne ihn nicht, aber gut. Wie machen wir das denn, dass das hier. Der Bandwurm. Der Bandwurm könnte mit. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Ich komme gerade nicht so recht weiter. Weil mir auch die Ideen ausgehen. Was natürlich nicht so schön ist. Momentchen. Okay. Schraubenzieher, Klitis. Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Oh, und was soll das bitte bringen? Na schau doch mal hin. Der sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm. Das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Ich bin gleich wieder da. Okay, jetzt schreibt er das auf. Du machst das super, Rufus. Ach Quatsch, Glied, das meine ich natürlich. Ich komme schon ganz durcheinander, ey. Wir verschicken eine Rohrpost. Und zwar Antragsformular hier. Soweit was. Okay, dann beantragen wir einen Schraubenzieher. Holla. So. Tun die da rein. Und feuern das ab. Kommt auch nicht zurück. Gut. Ich muss mich gerade mal. Moment. Neu hinsetzen. So. Einmal hier. So. Bin ich wieder da. Alles cool. Durch das Shot. Gehen wir mal durch das Shot. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Hey! Stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen. Und das wirst du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was?
Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Dann können wir ja und so. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Ich muss immerhin darunter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh, bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Mal gucken. So, ich muss ihn irgendwie darunter bekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach, egal. Das wird schon. Um Gottes Willen. Jo, funktioniert. Blockiert. Scheiße. Scheiße. Ja, Kletus, da musst du jetzt mal durch. So, wenn wir jetzt, jetzt haben wir es genau. Okay, das war jetzt einfach. Scheiße. So haben wir doch. Du jämmerlicher Depp, kannst du eigentlich gar nichts richtig machen? Es hat doch funktioniert. Also reg doch nicht so auf. Du klingst ja schon fast wie Kletus. Ich bin Kletus. Tja, Überraschung. Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du. Du Dementer. Selten. Dämlicher. Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir, mon ami. Boah, was hat er für eine fiese Charakter. Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Oh. Verdammte Scheiße. Selber Schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Weg. Weg, 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 weg. Tschüss. Bye. Bye, bye. Ich hab das blöde Gefühl, dass wir hier gleich Ärger bekommen. Aha. So, so. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten, sofort! Okay. Können wir hier irgendwas machen? Ne, wir können nur hier raus. Fünf Rebellen und dieser Kletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Ottenbott? Ich, Herr Amtmann. Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten. Aber... Weggetreten, sage ich. Ja, Herr Amtmann. Oh...
Noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Hm? Der Oppenboy tut mir irgendwie ein bisschen leid. Hier können wir jetzt nicht mehr rein, okay? Nein. Dann sehen die... Ja? Nein. Dann sehen die mich doch. Ach so. Okay, so. Ich übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Organon! Oh. Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Liebold! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. Die sind so durch. Alt. Die sind so durch. Um Gottes Willen. Oh Gott. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer, in Gefechtsstellung! Wir gehen. Gehen wir? Warentransporter. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Feier ich. Cowboy. Geil. Ach. Warentransporter. Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Gibt's den? Rohr, Oppenbot. Ich mache ihn lieber nicht. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste. Er würde mich sofort an... Ja. Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Skibidi-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bau. Ich bin der Cowboy Dodo. Cowboy Dodo. Alter. Geil. Schau mich an. Cowboy Dodo. Okay, wir gehen mal. Ah. Und hier kommen wir jetzt an den Gully. Ah, und hier können wir dann auch Items tauschen. Okay. Ja. Gehen wir auf den mittleren Ruf und gucken mal hier die Tür rein. Dim, 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 dim. Oh. Hä? Wer ist das denn? Wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Wie sieht düster? Düster. Wie, was? Schwarz. Wie die Farbe von... Wie sieht Doc denn aus?
Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja, dann. Das bin dann wohl ich. Oh nein. Dad? Ich meine Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonis Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Es stimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Nein, nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Was passiert? Ach, jetzt haben wir einfach nur umgeswitcht. Okay, da können wir wohl nichts weitermachen. Ein Stecker? Kann es sein, dass... Mal. Ne? Seagull erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, Rufus. Ich finde, Seagull hat einen Punkt. Nicht einmal er hilft mir noch. Ich bin auf mich allein gestellt. Sie steht auf Seagulls Seite, von der ist keine Hilfe zu erwarten. Seagull erwartet, dass ich... Aber die... Okay. Die planen also wirklich... Jetzt hat sich der Spieß einmal umgedreht. Jetzt wird nicht mehr Deponia gesprengt, sondern Elysium. Was ist das denn? Okay... Gehen wir nochmal zum linken Rufus. Jetzt gehen wir nochmal. Warte mal. Wir haben doch hier, wir haben die drei Fotos, die Abdrücke. Wir haben aber auch das Sparschwein und vielleicht ist ja in dem Sparschwein was drin. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Von wem? Wir müssen hier aber auch mal einen Cut machen. Sehe ich gerade, die Zeit ging jetzt rum. Gottes Willen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge sehen wir, ob das hier funktioniert, weil Sparbüchse auf Barkeeper werden wir sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.